Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 16. Folge von Minecraft schnell und einfach. Und heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft den Enderdrachen wiederbeleben kann. Viel Spaß! Es ist tatsächlich möglich, in Minecraft den Enderdrachen ganz normal im Spiel, ohne irgendwelche Mods oder Cheats, ganz neu zu beschwören. Theoretisch kann man ihn sogar so oft wieder beschwören, wie man möchte. Allerdings kann man immer nur gleichzeitig einen Drachen haben, beziehungsweise man kann halt, zum Beispiel beim Wither kann man ja so viele Wither, wie man möchte, spawnen. Aber beim Drachen kann eben immer nur gleichzeitig einer der Drachen am Leben sein, so gesehen. Um die Drachen jetzt neu zu beschwören, braucht ihr nicht besonders viel. Zum einen muss natürlich der erste Drache, den es gab, schon besiegt worden sein. Also es darf aktuell keinen Drachen geben, weil man, wie gesagt, ja nur einen gleichzeitig haben kann und nicht zwei. Und was ihr dennoch braucht, sind 4 Enderkristalle. Und diese Enderkristalle kann man selber craften, indem man ganz einfach ein Enderauge in die Mitte legt, darunter dann eine Gasträne platziert und den Rest dann mit Glasblöcken füllt, die eben ganz normal sind. Und wie man Enderaugen bekommt, habe ich ja zum Beispiel schon in einem Video erwähnt. Das werde ich euch mal unten verlinken, falls ihr das noch braucht. Und die Gasträne sind auch relativ einfach zu bekommen. Und zwar müsst ihr dafür einfach in die Hölle gehen und dann die Geister eben abschießen oder irgendwie anders töten, bis sie eben halt diese Gasträne droppen. Insgesamt braucht ihr dafür 4 Stück. Und dafür braucht ihr halt dementsprechend ein bisschen Glück bei den Geistern und dann halt habt ihr diese 4 Tränen und könnt damit auch die 4 Enderkristalle bauen, die wir dann zum Wiederbeschwören des Drachen auch benötigen. Wenn ihr jetzt also die 4 Enderkristalle habt, der Drache, den es normalerweise gibt, schon tot ist und aktuell kein anderer lebt und ihr am Ende seid, dann müsst ihr mit den Enderkristallen jetzt zu dem Endportal in der Mitte laufen, womit man normalerweise wieder in die normale Welt kommen würde und dort müsst ihr sie dann platzieren. Und zwar gibt es da ja diese 3 blocklangen Seiten und da muss auf jede Seite, also jede von den 4 Seiten, muss dann ein Enderkristall kommen. Ich platziere sie zum Beispiel dann immer in der Mitte, aber theoretisch könnt ihr sie auch auf der linken Seite oder auf der rechten Seite platzieren, nur eben auf jeden Fall nicht auf diesen einen oder auf diesen Einerblöcken, die dann halt an den Ecken immer sind, dann würde das Ganze nicht funktionieren, sondern das muss halt wie gesagt auf der langen Seite platziert werden. Wenn ihr da jetzt alle 4 Kristalle platziert habt, dann sollte so ein Energiestrahleffekt losgehen, der von diesen Enderkristallen aus abgefeuert wird, sage ich mal. Und der wird dann erstmal die ganzen alten Enderkristalle wieder neu beleben, die ihr ja zerstört habt wahrscheinlich im Kampf gegen den Drachen. Und wenn die dann alle neu erschaffen sind, dann werden alle gemeinsam zusammen in den Himmel schießen und dort ihre Energie hinstrahlen lassen, sage ich mal, sieht zumindest so aus. Und daraus wird dann eben der neue Drache entstehen. Dann werden alle eure 4 selbstgebauten Kristalle kaputt gehen und das Enderportal wird auch ausgehen, sodass ihr halt jetzt erstmal den Drachen wieder besiegen müsst, bevor ihr dann halt wieder zurückkommt. Und ihr tötet euch natürlich selber, aber das ist ja nicht so Ziel der Sache. Und wenn ihr den Drachen jetzt allerdings getötet habt, dann bekommt ihr nicht mehr 12.000 Erfahrungspunkte, so wie das vom ersten Drachen war, sondern nur noch 500. Also 500 ist immer noch sehr viel, aber ihr könnt jetzt hier halt nicht irgendwie eine richtig krasse Erfahrungspunkte-Farm draus machen. Außerdem wird der Drache auch nicht stärker, das könnte man ja sonst denken, dass irgendwie jeder Drache dann irgendwie nochmal ein bisschen stärker wird, noch mehr Leben hat oder sowas. Das ist nicht der Fall, die sind immer gleich schwer, nur geben halt dann im Endeffekt weniger Erfahrungspunkte. Und ja, das war es eigentlich vom ganzen Beschwören des Drachen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne Enderkristall in die Kommentare schreiben, also Hashtag Enderkristall meine ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier helfen und dann, wie gesagt, bei einem weiteren Video sehen wir uns hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.